Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hallo, hallo, ist meine Stimme normal? Ich bin vielleicht ein bisschen heiser, weil gestern haben wir richtig geil. Das Teil ist übrigens jetzt in Gebrauch, ne? Mr. Meeseeks Untersetzer. Ach, ihr wisst gar nicht, wovon ich spreche. Ich spreche doch von der Rick and Morty Mystery Box. Zieht es euch bitte rein, bevor wir hier fortfahren. It's time for some mystery shit. Some mystery box. Ich habe hier eine Mystery Box, beziehungsweise zwei Mystery Boxen, Leute. Ich habe sie bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ihr könnt euch das mal kurz angucken. Ich blende es euch mal ein. Ja, also wir haben hier ein Paket, Leute. Aber ich habe mir zwei Boxen gekauft. Einmal eine Mystery Box für 50 Euro und einmal eine Mystery Box für 150 Euro. Ja, das wurde mir jetzt beides in einem Paket zugeschickt. Von daher kann ich jetzt nicht genau sagen, wie wir das machen. Ich würde einfach sagen, ich cutte das jetzt mal auf. Da drinnen wird halt nochmal ein einzelnes Paket sein. Also genug Spaß jetzt hier. Genug Spaß gehabt, ne? Dann wollen wir mal gucken. Okay, hier haben wir erstmal ein paar benutzte hier ist jetzt noch ein zweites Paket. Ja, ist das jetzt die 50-Euro-Box oder was? Ja, ich packe das jetzt auf jeden Fall zur Seite und ich packe jetzt das aus, was jetzt hier in der großen Box drin ist, okay? Hier ist auch noch eine fette Box. Alter, hier ist ja schon mal hier hier haben wir schon mal ein Baggy mit echt Gold, 750er. Das ist ja super strange. Das ist Yold oder was? Yold. Yold. Das ist Yold. Das ist eine kleine Stanzung, 750. Ja, dann glauben wir das mal. Hier steht drauf, Gewicht 2 bis 3 Gramm, Wert 40 bis 70 Euro. Ich gucke jetzt mal hier in diese Box. Ja, hier sind auf jeden Fall Schuhe drin, Leute. Ja. Welche abgefuckte Größe ist denn das? Ja, benutzte Schuhe, Alter. Also, ich will keine benutzten Schuhe tragen. Die sind auf jeden Fall noch ganz gut erhalten. Air Jordan Style 89. Hier ist noch die Quittung davon. 190 Euro haben die gekostet. Wann war das? 12. Mai 2018. Nix für mich. Nix für mich, Leute. Nothing for me. Ich weiß es auch nicht, ob es meine Größe ist. Es ist sowieso nicht mein Style. Ich trage sowieso nur Air Max, Leute. Ich habe eine dicke, fette Air Max-Sammlung hier am Start. Ich trage nur Air Max. Hier haben wir eine Trainingshose von Adidas. Von Adidas in Größe M. Ist nicht meine Größe. Ja. Jetzt auch nichts Special Besonderes, ne? Das ist auch Adidas Sport, also keine Streetwear, sondern einfach nur Sportwear. Was haben wir hier Tolles? Eine dicke, fette Haartönung oder irgendwelche Scheiße hier. Ist auch die Kacke drin, ja, also hier die Scheiße drin. Ja, okay, brauche ich jetzt auch nicht. Okay, obwohl jetzt die grauen Haare langsam richtig durchbrettern, könnte ich das eventuell gebrauchen, aber das ist ja cool. Das ist ja geil. Wir haben FIFA 19 drin, ja, FIFA 20, gerade rausgekommen. Hier haben wir FIFA 19 original sealed. Hier haben wir Money. Money on my mind, or what? Alles klar, ich bin gespannt, was für ein Money. 5 Franken. Aus der Schweiz oder was da, da? Ja, ich weiß jetzt nicht, was sind denn 5 Franken? Das ist doch ein bisschen was, ne? 5 Franken? Ich kann leider jetzt nicht googeln, weil beide Handys werden als Kamera missbraucht gerade in diesem Moment. Ja, also ich kann schon mal auf jeden Fall sagen, dass das keine Verarsche ist, sondern dass es eine vernünftige, geile Mystery Box ist, muss ich sagen.
Brauche ich auch nicht, ne? Kann ich mit zur Arbeit nehmen oder was? Ja, können sie auf Arbeit haben. Was ist denn das hier, Leute? Also es macht auf jeden Fall wieder Bock, ne? Ich liebe Mystery Boxen, ihr wisst es ja. Was ist denn? Geil! Cool, Alter. Ja, so eine billige, nachgemachte Action-Cam. Aber das ist doch cool, oder nicht? Eins ist der Manko. No battery in it. Aber das ist doch geil. Da bin ich glücklich mit. Finde ich cool. Vielen Enddarm. Ja, hier haben wir hier so ein ganz normales Micro-USB. Hier haben wir Klinke. Ja, kann man immer gebrauchen, nicht? Irgendwie kann man das immer gebrauchen. Das ist ein heftiger Verteiler, oder was? Da kannst du ja tausende Kopfhörer anschließen. Oder wie ist das gedacht? Schätze ich mal, ne? Ich glaube, wir kommen schon gleich hier zum Ende. Ja, hier haben wir noch zwei Sachen hier, oder? Ich gucke mal weiter. Ja, wir haben hier zwei Sachen. Und zwar nochmal Klinke. Und hier haben wir ein Fire Ting, was nicht mehr funzt. Alles in allem ist es auf jeden Fall ein geiles Paket gewesen. Es hat super Bock gemacht. Und ja, wir haben ja jetzt hier vom selben Anbieter auch nochmal eine für 50 Euro. Und zwar diese hier. Und ja, die kommt dann im nächsten Video, würde ich mal so sagen. Ist klar, Leute. Hat mir wieder richtig Bock gemacht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn ich hier wieder was Spannendes auspacke. Bis dahin, guckt euch meine anderen Videos an. Hier, ne? Abspann-Style. Ich blende euch hier mal ein bisschen was ein. Und so weiter und so fort. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich wieder was auspacke. Ich wünsche euch was. Euer Mr. Schinski. Ciao.